Wenn es fährt, kann die Tonsberg es transportieren. Von schicken Sportwagen zwischen 400.000 bis 1,4 Millionen Dollar bis zu Riesen auf Rädern. Bagger, Bulldozer, Trucks, alles Mögliche. Ein ständiger Kampf. Wir kämpfen um jeden Quadratmeter. Gegen die Uhr. Das ist wie Tetris. Und die Naturgewalten. Der Wind ist nicht das Problem, sondern der Seegang. Auf einem der größten Roll-on-Roll-off-Frachter der Welt. Wenn sich 65 Tonnen von einer zur anderen Seite bewegen, ist das eine Katastrophe. Die Tonsberg ist einer der größten Ro-Ro-Frachter, die je gebaut wurden. Ein 16-stöckiges Lagerhaus auf See. Wir können alles laden. Von riesigen Baggern. Jetzt der Tiger Cat. Über Landmaschinen. Bis zu exklusiven Sportwagen. Wir nehmen mit, was Räder hat. Und wenn es keine hat, machen wir welche dran. Die Ladung rollt an Bord und rollt wieder runter. Daher bezeichnet man die Tonsberg auch als Ro-Ro-Frachter. Kurz für Roll-On, Roll-Off. Sie hat eine Bruttoraumzahl von 75.251 Tonnen, ist 265 Meter lang und gut 32 Meter breit. Vor allem aber ihr Innenleben ist erstaunlich. Sie hat 9 Ladedecks mit einer Gesamtfläche von 57.000 Quadratmetern. So viel wie 8 Fußballfelder. Die Höhe dreier Decks lässt sich variieren, sodass auch sehr große Fracht reinpasst. Flugzeuge, Hubschrauber, große Yachten. Kapitän Stein Erik Flö fährt zur See, seit er 17 Jahre alt war. 42 Jahre, ein Leben auf See. Und das ist das Schiff seines Lebens, ein Mitsubishi Ro-Ro-Frachter der Mark 5-Klasse. Ich habe alle ausprobiert. Mark 1, 2, 3, 4 und jetzt die 5. Das ist die beste. Seit ihrer Inbetriebnahme in Japan 2011 ist die Tonsberg ununterbrochen unterwegs und umkreist auf ihren Transportreisen den Erdball. Der erste Anlaufpunkt auf der nächsten Etappe ist Bremerhaven. Hier wird sie beladen und fährt dann weiter nach Seebrücke in Belgien und Southampton in England, um zu entladen und weitere Fracht aufzunehmen. Anschließend führt ihre Route sie rund 6000 Kilometer nach Westen, über den Atlantik in Richtung des geschäftigsten Ro-Ro-Hafens der USA, Baltimore. Klappt alles nach Plan, läuft sie alle 4 Häfen innerhalb von 15 Tagen an, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer nächsten Etappe im Südpazifik macht. Es ist 5:30 Uhr morgens. Die gigantische Laderampe wird heruntergeklappt. Das dauert gut 20 Minuten. Frachtaufseher Volker Frese und sein Team wollen so schnell wie möglich mit dem Beladen anfangen. Sobald die Rampe unten ist, läuft die Zeit. Frese hat heute knapp 9 und morgen noch einmal 6 Stunden Zeit, um das gigantische Schiff zu beladen. Er arbeitet für Wallenius Wilhelmsen Logistics in Bremerhaven. Sein Job ist es, dafür zu sorgen, dass alle Frachtstücke zügig an den richtigen Platz kommen. Alle Einstellungen überprüft? Ja, alle. Sehr gut. Ein komplexes Unterfangen über 9 Decks. Das ist wie ein Puzzle. Man muss die Teile richtig zusammensetzen. Es gibt einen Ladeplan auf Papier, aber Frese hat das meiste im Kopf. Einfach hier drehen und dann runter. Die Tonsberg soll morgen um 13 Uhr ablegen. 13 Uhr, das ist das Ziel. $850 deutsche Autos sollen in die USA transportiert werden. Sie kommen auf die oberen Decks. Wir laden BMWs und Mercedes für Baltimore.
Die Tonsberg wird mehr als 3000 Autos auf ihre Reise mitnehmen. Aber an diesem Sommerwochenende hat Frese nicht genug Fahrer, um alle Autos an einem Tag zu verladen. Wir müssen umplanen. Die Fracht ist hier, aber uns fehlen die Arbeitskräfte. Bevor die Autos hereinrollen, werden die Decks der Tonsberg der Ladung angepasst. Deck 8 wird auf exakt die richtige Höhe für Limousinen eingestellt. Der Abstand zwischen Deck 6 und 7 ist etwas größer, sodass dort Transporter und SUVs untergebracht werden können. Jedes der oberen Decks ist praktisch ein maßgeschneidertes Parkhaus. Regel Nummer 1: Keinen Platz verschwenden. Vor allem hier auf dem oberen Deck mit 6,40 Meter Höhe kämpfen wir um jeden Quadratmeter. Die Fahrzeuge stehen dicht an dicht. 30 cm Abstand zwischen den Stoßstangen, 10 zwischen den Außenspiegeln. Dadurch lassen sich die Türen nur beim letzten Auto in der Reihe öffnen. Auf Deck 7 werden Autos mit Rechtslenkung verladen, die für Australien und Neuseeland bestimmt sind. Die Fahrer müssen sich an strenge Regeln halten, um Kratzer zu vermeiden. Weiche Kleidung, keine Reißverschlüsse, kein Schmuck. Und immer weiße Handschuhe tragen beim Fahren. Sobald der Wagen abgestellt ist, werden die Fahrer zurückchauffiert, um noch mehr Autos an Bord zu bringen. Noch viel mehr Autos. Die Tonsberg transportiert auch Ladung ohne Räder. Diese Frachtgüter werden auf Anhänger verladen und dann von speziell für Roro-Schiffe konstruierten Schwerlasttransportern an Bord gefahren. Fahrersitz und Lenkrad darin sind drehbar, sodass der Fahrer wie bei einem Gabelstapler hinter der Ladung sitzen kann. Das erleichtert es, die Ladung in enge Lücken zu manövrieren. Das größte Frachtstück an Bord der Tonsberg ist ein gigantischer Baukran, dessen Einzelteile auf insgesamt 15 Anhängern verladen werden. Allein sein Fuß wiegt 48 Tonnen. Für dieses Schiff ist das eine Kleinigkeit. Es ist für schwere, sperrige Lasten ausgelegt. Lokomotiven mit 120 Tonnen, Generatoren oder Turbinen mit bis zu 200, 250 Tonnen, sowas eben. Bremerhaven ist einer der wichtigsten Nordseehäfen. Der Andrang und die Kosten für die Ladeplätze sind hoch. Wenn die Tonsberg ihre geplante Ladezeit überschreitet, wird das auch für die nachfolgenden Schiffe ein Problem. Die nächsten Schiffe warten schon vor Anker, also müssen wir rechtzeitig ablegen. Das ist wie beim Domino. Deshalb müssen wir unsere Abfahrtszeit morgen einhalten, 13 Uhr. Tag 2 in Bremerhaven. Kapitän Stain Erik Flö macht sich Sorgen wegen des Zeitplans. Er bespricht sich mit seinem ersten Offizier, Serjan Katunaric. Wann legen wir ab? Haben Sie Infos? Ich bin etwas nervös. Frese kennt sich mit Kapitänen und ihren Sorgen aus. Ich wollte nachfragen, wann wir ablegen. 13 Uhr, wie geplant. Noch immer kommen Autos an Bord. »499 sind da, 351 fehlen noch.« Fünf Stunden vor dem Ablegen müssen noch 350 Fahrzeuge verladen werden. Dazu kommen noch die Schwerfrachtgüter. Bagger, Bulldozer. Frese muss alles reinkriegen. Um 10 vor 12 ist alles an Bord. So, Feierabend. 10 Minuten früher als gedacht. Frese und die Tonsberg sind wie füreinander gemacht. Deutsche Effizienz trifft auf japanisch-norwegische Technik. Erst schnell, ja. Deutsche Grundigkeit.
Zeit, die Tonsberg bereit zum Ablegen zu machen. Schließe die Luke 8 an. Nach rund 20 Minuten ist die wasserdichte Innentür geschlossen und die Rampe wieder hochgefahren. Brücke, Rampe oben und gesichert. Okay, sehr gut. In ein paar Sekunden machen wir die Leinen los und legen ab. Achterleine, danke. Kleine Fahrt voraus. Bei Wind ist das nicht ohne hier. Sehr eng. Steuerbord 10. Unter anderem deshalb haben wir zwei Schlepper gebucht. Hart Steuerbord. In Bremerhaven ist alles glatt gegangen. Aber vor ihrer Atlantiküberquerung muss die Tonsberg noch zwei andere Häfen anlaufen. Nächster Halt Seebrügge morgen früh. Und Seebrügge ist einer der verkehrsreichsten Ro-Ro-Häfen Europas. Einer der größten Ro-Ro-Frachter der Welt, die Tonsberg, ist auf großer Fahrt. Sie hat Autos, Bagger, Yachten und sogar einen riesigen Kran an Bord. Wir steigern die Geschwindigkeit. Rund 17 Knoten. Steuerbord 10. Steuerbord 10. 092. Passieren 1,30. Sie hat Kurs auf Seebrügge in Belgien genommen. Der nächste Halt auf ihrer immerwährenden Weltreise. In Seebrügge werden jährlich über 40 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Hier ist immer viel Verkehr. ...28 Kilometer vor Seebrügge. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Willkommen an Bord. Der Lotse Erik de Klerk kommt an Bord, um die Tonsberg in den Hafen zu navigieren. Sofort hat er alle Hände voll zu tun. Van Damme Schleuse, hier die Tonsberg. Die Tonsberg fährt direkt hinter einem riesigen Schiff, das Flüssigerdgas transportiert. Eine hochexplosive Fracht. Wir versuchen, sie zu überholen, sonst müssen wir mindestens eine Stunde warten. Sobald ein Flüssigerdgastransporter im Hafen ist, muss alles andere warten. Kein Schiff darf sich bewegen, bis er angelegt hat. Aus Sicherheitsgründen muss sich jeglicher Verkehr dem Erdgastransporter unterordnen. Lotse de Klerk bittet das andere Schiff, die Geschwindigkeit zu reduzieren, sodass die Tonsberg zuerst einlaufen kann. Sie fährt langsamer, sodass wir überholen können. Die Tonsberg kann ihren Zeitplan einhalten. Wir können auf 10 Knoten runtergehen. Steuerbord 5. Kleine Fahrt voraus, bitte. Wenn wenig Platz ist, müssen die Männer besonders vorsichtig sein. Keinesfalls darf die Tonsberg etwas rammen. Selbst bei geringer Geschwindigkeit besteht Gefahr. Denn diese Schiffe sind so schwer, dass sie einen Bremsweg von 100, 200 Metern haben. 154. Zwei Schlepper helfen, das Schiff in das Schleusensystem zu navigieren, das in den Innenhafen von Seebrügge führt. Backbord 5. Einfahrt in Schleuse. Einfahrt in Schleuse, danke. Während sich die riesige Rampe öffnet, prüft erster Offizier Serjan Katunaric die Frachtliste. Es kommen 786 Autos an Bord und 62 werden abgeladen. Katunaric muss seine Liste mit Jan de Jachere abgleichen, dem Frachtaufseher in Seebrügge. De Jacheres Ladeplan ist seine Bibel. Jetzt laden wir die Flachbettauflieger ein. Die zwei kommen dahin und ein paar andere hier. Per Laser misst der Jachere nach, ob die Fracht an der Ladung, die bereits an Bord ist, vorbeipasst.
Die unteren Decks sind den größten, schwersten Frachtstücken vorbehalten. Das hier sind die teuersten Stellplätze. Das Deck hier ist sehr hoch und viel teurer als ein Autodeck. Also versuchen wir hier möglichst viel reinzukriegen. Während der Yachere die Fracht verlädt, geht das Tankboot in Position. Die Tonsberg muss Treibstoff bunkern. Sie braucht einen vollen Tank für ihre 6000 Kilometer weite Atlantiküberquerung. Pro Tag verbrennt sie 50 Tonnen Treibstoff. Aber es gibt ein Problem mit dem Adapter der Kraftstoffleitung. Aus irgendeinem Grund hat das Tankboot nicht den passenden für die Tonsberg dabei. Unsere Tanköffnung passt nicht zu der des Tankschlauchs. Die Bunkerung dauert mindestens 14 Stunden. Das Tankboot hat keine Zeit zurückzufahren. Währenddessen unten auf Deck 1. Auch der Yachere hat es nicht leicht. Diese Stahlplatten sind für Australien bestimmt. Jede wiegt mehrere Tonnen. Zusammen sind es über 500 Tonnen. Schwerfracht wie diese wird auf dem untersten Deck der Tonsberg verstaut. Das ist ja logisch. Wenn man seinen Koffer packt, kommen die schweren Sachen nach unten und die leichteren obendrauf, damit nichts kaputt geht. Wenn die Stahlplatten ins Rutschen geraten, könnten sie enormen Schaden verursachen. Die Hafenarbeiter in Seebrücke wissen das und sichern die Platten mit vollem Körpereinsatz. Auf Deck 3 fehlt Fracht. Wo eigentlich zwei Traktoren stehen sollten, ist nur eine große Lücke. Über Nacht sind 28 angekommen. Zwei fehlen noch. Der Yachere hat den beiden Traktoren einen Stellplatz freigehalten. Aber wenn sie nicht bald eintreffen, müssen sie auf das nächste Schiff warten. An der Tankstation auf Deck 5 sucht der leitende Ingenieur Stane Grafdahl eine Lösung für das Problem beim Treibstoffbunkern. Das Tankboot hat nicht den richtigen Adapter für die Tonsberg dabei. Wie sehr weicht er ab? Kriegen wir das mit vier Bolzen und Klammern hin? Ingenieursanwärter Robert Patrick ist noch in der Ausbildung. Wir schrauben es einfach so gut es geht mit vier Bolzen fest und klammern es dann zusätzlich. Seit einem Monat ist er für ein Praktikum auf der Tonsberg. Hier heißt es alles oder nichts. Vor allem, wenn bei der Atlantiküberquerung etwas kaputt geht. Dann müssen wir es irgendwie reparieren und eine Lösung finden. Darum haben wir auch so viele erfahrene Leute an Bord. Mit Klammern und Dichtungsringen gelingt es Grafdahl und seinem Team, das Tankboot an die Tonsberg anzuschließen. Ihre Lösung ist nicht hübsch, aber sie hält dicht. Nach zwei Stunden fließt der Treibstoff. Für 850.000 Dollar wird die Tonsberg nun in 14 Stunden vollgetankt. Tag 5. Das Beladen ist fast abgeschlossen. Wenn man verschiedene Dinge verladen muss, wie Traktoren, große Maschinen und Transporter, dann ist das ein Puzzle. Fast wie Tetris. Auch die letzten Traktoren sind an ihrem Platz. Alles gut gegangen. Sie haben es geschafft. Der Jahres Job auf der Tonsberg ist erledigt. Bis zu ihrem nächsten Besuch. Morgen wartet Southampton und danach der offene Atlantik. Tag 6 an Bord des Roro-Frachters Tonsberg. Kapitän Stane, Eric Flö und seine Crew haben Kurs auf den dritten europäischen Hafen genommen. Über Nacht sind sie durch den Ärmelkanal gefahren und nähern sich jetzt Southampton in England. Der Hafen von Southampton ist geschichtsträchtig. Er war einmal einer der wichtigsten europäischen Überseehäfen. 1912 startete von hier die schicksalhafte Jungfernfahrt der Titanic.
Wir legen am Liegeplatz der Titanic an. Das ist korrekt. Hafenlotse Rory Jackson ist an Bord gekommen, um beim Navigieren zu helfen. Steuer auf Mittschiffs. Es ist schwieriger, als es aussieht. Die Hafeneinfahrt ist zwar ziemlich breit, aber an vielen Stellen seicht. Damit ein Schiff von der Größe der Tonsberg gefahrlos einlaufen kann, muss der Lotse sie im Zickzackkurs durch die gut 12 Meter tiefe Fahrrinne navigieren. Flaches Wasser da und flaches Wasser da drüben. Wir müssen auf einem ganz bestimmten Kurs einlaufen. Steuerbord 20. Steuerbord 20. Und je tiefer sie in den Hafen einfährt, desto komplizierter wird es. Mehr Backbord. Denn Southampton liegt in einem Mündungsgebiet. Hier fließen drei Flüsse in den Ärmelkanal. Zwischen dem Kiel der Tonsberg und dem Grund sind nur rund 1,5 Meter Wasser. Wenn wir die Fahrrinne verlieren, mit 10 Meter Tiefgang in 7 Meter Wasser, dann sitzen wir auf dem Trockenen. Zwei Southamptoner Schlepper werden die Tonsberg in den Hafen eskortieren. Maschinen stoppen. Maschinen stoppen. Und direkt zum Liegeplatz 44. Wir halten an der Esplanade. Steuer auf Mittschiffs. Vielen Dank, Leinen wieder straffen. Hart Steuerbord. Noch 2 Meter. Schlepboot hält. Danke, sehr gut. 2 Leinen sollten reichen. Brücke, 1 Meter vor, bitte. Leinen raus. Und stopp. Alle Leinen festgemacht, haben angelegt. Angelegt. Nicht nur Fracht wird hier neu aufgenommen oder abgeladen. Der erste Offizier der Tonsberg, Serjan Katunaric, geht in Southampton von Bord. Seine Urlaubsvertretung ist Josip Josipovic, der nahtlos für ihn übernimmt. Ladevorgang begonnen, danke. Heute kommen Erntemaschinen und sowas. Viel Roro-Fracht. Während sie im Hafen liegt, wird der Rumpf der Tonsberg von Ablagerungen befreit. Über die Monate auf See werden sie sonst immer dicker. Das erhöht den Strömungswiderstand. Und das kostet unnötig Geld. Es ist sehr wichtig, den Rumpf zu reinigen, bevor wir die nächste Etappe starten. Das norwegische Unternehmen Ecosubsea hat dieses ferngesteuerte Mini-U-Boot entworfen, das sich am Rumpf entlang einmal um das ganze Schiff arbeitet und ihn dabei putzt. Eine Weltneuheit. Klaus Österwold ist Teamleiter bei Ecosubsea. Wir sparen Ihnen bei der Atlantiküberquerung Zeit und Treibstoff. Die Reinigung des gesamten Rumpfes kostet $15.000. Fredrik Fasnes bedient das Gerät per Fernsteuerung. Schubdüsen drücken das Mini-U-Boot gegen den Rumpf des Schiffes. Ein Hochdruckwasserstrahl reinigt die Tonsberg unterhalb der Wasserlinie. Und ein riesiger Sauger sammelt die entfernten Ablagerungen ein. Wir pumpen sie an Land und entsorgen sie dann. Dieses neue System soll die Ausbreitung invasiver Spezies eindämmen. Traditionelle Reinigungsmethoden sind in den Häfen inzwischen verboten, weil dabei Ablagerungen ins Hafenbecken gelangen und mit ihnen eingeschleppte Schädlinge. An einem einzigen Schiffsrumpf können über 600.000 Organismen angesiedelt sein. Spült man die entfernten Ablagerungen einfach ins Wasser, verschleppt man sie von einem Ende der Welt zum anderen und kippt sie in den nächsten Hafen. Das ist nicht gut. Es ist nur eine dünne Schleimschicht, aber die erstreckt sich über den ganzen 265 Meter langen Rumpf.
Wir haben schon 20 bis 25 Millimeter Dicke gesehen. Der Schleim würde ein halbes Fußballfeld bedecken. Uns bleiben 12 Stunden. Wir müssen Gas geben. Auch beim Beladen ist Tempo gefragt. Der erste Offizier Josipovic und die Southamptoner Frachtaufseherin Theresa Beck stehen vor einer großen Herausforderung. Dieser 65 Tonnen schwere Steinbrecher ist 3,3 Meter hoch. Die maximale Höhe für die Rampe zum unteren Deck beträgt 3,4 Meter. Trotzdem passt der Steinbrecher nicht durch. Er ist einfach zu hoch. Beck muss den Koloss irgendwo abstellen, und zwar bevor sich die nachfolgende Fracht aufstaut. Vielleicht eher Steuerbord? Das ist der Platz für Baltimore. Er bringt ihn so nah ran wie möglich und dann schieben wir ihn ganz dicht rein. Beck weicht auf einen Stellplatz auf dem Hauptdeck aus. Währenddessen fährt das Putz-U-Boot über den Rumpf der Tonsberg wie ein Rasenmäher über eine Wiese. Wir sind jetzt bei rund 100 Kilo. Die Ablagerungen vom Rumpf werden aus dem Wasser gefiltert und in Säcken gesammelt. Wir rechnen heute mit 6 bis 8 Säcken. Aber es gibt ein Problem. Der Schlauch hängt fest. Er wird nach unten gezogen. Die Lösung ist wenig technisch. Mit einem langen Stock kann der Schlauch befreit werden. Am Grund des Hafenbeckens ist viel Schlamm. Wenn der Schlauch auf den Grund sinkt, bleibt er stecken. Nach fast einer Stunde kann die Reinigungsaktion weitergehen, liegt aber hinter dem Zeitplan zurück. Wir haben rund 45 Minuten verloren. Geputzt oder nicht? Die Tonsberg muss bei Hochwasser ablegen. Bei Einbruch der Dunkelheit übernimmt Robbie Abrahams die Aufsicht über das Beladen. Unter anderem müssen diese Aston Martins und McLarens an Bord. Sie gehören zu den teuersten Autos der Welt. Deck 6 ist beladen, Deck 5 so gut wie, dann noch das restliche Deck 4 und ein kleiner Abschnitt auf Deck 3. Haben wir schon alle Minis an Bord? Der Platz wird voll ausgenutzt, ganz bis an die große Rampe. Wir machen sie voll bis zum Anschlag. Wir nutzen jeden Zentimeter, jeden Winkel, direkt bis ans Tor. Die Beladung ist abgeschlossen, aber Östervolds Putz-U-Boot ist noch immer bei der Arbeit. Der Druck steigt. Jetzt heißt es volle Konzentration. Und das nach einem ohnehin schon langen Tag. Östervold geht die Zeit aus. Kapitän Flö lässt die Reinigungsaktion beenden. Bis auf ein kleines Stück auf der Steuerbordseite ist der gesamte Rumpf nun sauber. Nicht der ganze Rumpf, aber fast. Zumindest deutlich sauberer als vorher. Das Schiff muss jetzt los. Wir hätten es fast geschafft, es fehlte nur noch ein Meter. Aber wir müssen jetzt abbrechen und weitermachen, wenn sie wieder in Southampton ist. Der Hafenlotse für Southampton ist auf der Brücke. Da kommt gerade der Schlepper. Soll er nach Backbord achtern? Mittig vor uns, Backbord achtern, wie es am einfachsten ist. Okay, langsame Fahrt nach Steuerbord. Jetzt wird die Tonsberg Europa verlassen. Nächster Halt, Baltimore. Aber zunächst muss sie den Atlantik bezwingen. Und im September ist Hochsaison für tropische Stürme. Der Atlantische Ozean. Der Roro-Frachter Tonsberg ist unterwegs nach Baltimore. Beladen mit Autos für Amerika, schwerem Gerät und Stahl für Australien und einer Yacht für einen Millionär in Neuseeland. Auf der 6000 Kilometer Überfahrt sind regelmäßige Wartungsarbeiten Teil der täglichen Routine. Unter den aufmerksamen Blicken des leitenden Ingenieurs Stane Grafdahl reinigen die beiden Auszubildenden Stuart Morrison und Robert Patrick die Abgaskondensatoren.
Das ist keine besonders anspruchsvolle Aufgabe, aber sie muss erledigt werden. Auf See muss eben jeder seinen Job machen. Es geht vor allem um praktische Erfahrungen. Dazu zählen auch Wischmops. Ich finde schon, dass wir den Traum leben. Wenn sie keinen Dienst haben, stecken die drei Nachwuchs-Crew-Mitglieder der Tonsberg ihre Nase in die Bücher. Man lernt in der Schule diese total komplizierten Sachen und versteht sie überhaupt nicht. Aber wenn man dann hier sieht, worum es geht und wie es funktioniert, ergibt plötzlich alles einen Sinn und dann macht's Spaß. Heimweh bleibt beim Leben auf See nicht aus. Also versucht die Crew ihr Bestes, um bei Laune zu bleiben. Zum Beispiel hat die Tonsberg eine eigene Basketballmannschaft. Komplett mit eigenen Trikots und Teamfoto. Ich habe mal mitgespielt. Bei deren Tempo kommt man kaum hinterher. Ein Typ hier an Bord kann sich ans andere Ende der Halle stellen und trifft mit fast jedem Wurf den Korb. Auch die Mahlzeiten sind eine Art Gruppentherapie. Die philippinischen Crewmitglieder der Tonsberg bereiten sich einen Hauch Heimat zu. Ich mag am liebsten Steak und diese Bierwurst. Sehr lecker. Die Geschmäcker sind verschieden, aber die Crew hält zusammen. Man hat zwei Leben, praktisch zwei Familien. Das hier ist die Familie fern der Heimat. Es ist Tag 10 der Reise. Kapitän Flö studiert die Wetterverhältnisse. Gestern hat sich eine kleine Front gebildet. Das Barometer steigt jetzt wohl wieder. Ja, als ich nachgesehen habe, stand es bei 1009. Nicht der Wind ist das größte Problem, sondern der Seegang schüttelt einen ganz schön durch. Das Wetter kann schnell umschlagen. Näher an der Küste zieht auch etwas auf. Es liegen zwei Sturmsysteme vor ihnen. Eines wird wahrscheinlich vor der Tonsberg entlangziehen und sich im Nordatlantik auflösen. Weiter südlich zeigt sich ein größeres Problem. In der Karibik braut sich ein tropischer Sturm zusammen. Wenn er weiter wächst, wird er ein Hurricane. Wir warten mal ab, was Mutter Natur so vorhat und bleiben nach Möglichkeit auf Abstand. Idealerweise kann Kapitän Flö dem schlechten Wetter aus dem Weg gehen. Aber gelingt ihm das nicht, könnte der Tonsberg ein heißer Tanz auf dem Meer bevorstehen. Bei heftigem Seegang kann das Schiff in ein Wellental geraten und dabei ins Rollen kommen. Die Tonsberg kann um bemerkenswerte 50 Grad rollen, ohne zu kentern. Aber selbst an Bord des stabilsten Schiffs verlangen solche Bedingungen der Crew einiges ab. Der erste Offizier, Josipovic, hat schon 9 Meter hohe Wellen erlebt. 20 Tage lang war keine Sonne zu sehen. Wir rollten ständig um 30 bis 40 Grad. Also kein Essen, kein Alltag, kein Toilettengang, gar nichts. Es war wirklich furchtbar. Schon normale Wetterbedingungen belasten die Sicherungsgurte. Josipovic und sein Sicherheitsteam prüfen sie 2x täglich. Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. Bosun und Junior, ihr prüft die Gurte auf der Backbordseite. Ich und Robert übernehmen die Steuerbordseite. Das sind 48 Tonnen und der Gurt ist für 50 geeignet. Das hier wiegt 65 Tonnen. Wenn sich 65 Tonnen plötzlich von einer zur anderen Seite bewegen, ist das eine Katastrophe. Ich bete, dass das nie passiert. Der Rumpf der Tonsberg ist aus massivem Stahl, aber nur 2,5 cm dick. Ein loses Frachtstück könnte ein Leck verursachen und so das ganze Schiff fluten. Tag 13. Die Tonsberg hat den Atlantik schon beinahe überquert. Aber ein Sturmsystem, das aus der Karibik heraufzieht, könnte sie ausbremsen. Und hohe Wellen drohen unter Deck für Chaos zu sorgen. Für den ersten Offizier, Josipovic, steht die Ladungssicherung an erster Stelle.
Wir ziehen die Gurte so stramm wir können. Unser Leben hängt davon ab. Die Tonsberg hat 3500 Fahrzeuge geladen. Jedes davon hat Kraftstoff im Tank und ist damit eine potenzielle Brandbombe. Wenn hier Bewegung reinkommt, entstehen leicht Funken und dann kann ein Feuer ausbrechen. Und Feuer an Bord bedeutet Lebensgefahr. Die Stahlplatten unten auf Deck 1 sind eine noch schwerwiegendere Gefahr, wenn das Schiff ins Rollen gerät. Schon eine gerissene Kette und sie könnten ungesichert durch den Frachtraum schießen, mit katastrophalen Folgen. Selbst bei ruhiger See bewegt sich die Fracht. Bei seinen Routineüberprüfungen behebt Josipowitsch kleinere Probleme, bevor sie zu großen werden. Diese Autos wurden in Bremerhaven mit 30 cm Abstand geparkt. Jetzt berühren sie sich beinahe. Ein paar oberflächliche Schäden gibt es immer. Kleinere Macken werden in der firmeneigenen Werkstatt in Baltimore behoben. Die der Tonsberg selbst müssen noch etwas länger warten. Hallo. Wie sieht's denn heute aus? Gut, Sir. Kapitän Flö erreichen schlechte Nachrichten. Die Fracht, die in Baltimore eingeladen werden soll, ist noch nicht dort eingetroffen. Er hat sich beeilt, um die Tonsberg im Zeitplan zu halten. Jetzt muss er das Tempo drosseln. Mal sehen, wie schnell wir fahren müssten. Jede Stunde im Hafen kostet die Reederei Geld. Ungefähr 14 Knoten. Also ist es besser, langsamer zu fahren und Treibstoff zu sparen. Wir müssen womöglich noch einen Tag mit Manövriergeschwindigkeit fahren, um nicht zu früh anzukommen. Neben der Fahrzeit müssen wir natürlich die Zeit im Hafen kurz halten. Darum geht's. Das Gute ist, dass die Tonsberg durch die gedrosselte Geschwindigkeit nicht in die Sturmfront geraten wird, die vor ihr vorbeizieht. Einige Stunden später erreicht die Tonsberg die Hoheitsgewässer der USA und nähert sich der Mündung der Chesapeake Bay. Hallo, unser Lotse. Baltimore liegt 9 bis 10 Stunden Fahrt die Bucht rauf. Das wird also eine lange Nacht. Der Kapitän weiß, dass die Einfahrt nach Baltimore besonders sensibel ist. An diesem Teil der US-Ostküste liegen die Städte Norfolk, Baltimore, Richmond und die Hauptstadt Washington, sowie 26 Militärstützpunkte der US Navy, Marines, Air Force und Küstenwache. Jedes Schiff, das in die Bucht fährt, wird gründlich überprüft, von außen und innen. Die Crew trägt die Verantwortung dafür, dass nichts Illegales an Bord ist. Auch keine blinden Passagiere. Erster Offizier Josipowitsch organisiert Teams, um das Schiff abzusuchen. Zone 1, die Quartiere. Das macht der Smoot hier. Jeglicher Verdacht wird sofort gemeldet. Jedes der 21 Crewmitglieder muss mitmachen. Dritter Offizier, Joanny, du übernimmst die unteren Decks. Wenn ihr verdächtige Päckchen oder sowas findet, fasst sie nicht an und bringt sie nicht her, sondern informiert mich sofort. Die Suchteams durchkämmen jedes Deck von vorne bis hinten. Maschinenraum ist überprüft. Danke, Deck 6 überprüft. Deck 1, 2, 3, keine verdächtigen Funde. Nach 2 Stunden ist alles durchsucht, ohne Überraschungen. Um 3 Uhr morgens läuft die Tonsberg in Baltimore ein. Security, hier die Tonsberg. Fahren an der Key Bridge ein. Warten auf Verkehrsanweisungen. Um 8 Uhr ist die Rampe heruntergelassen und der erste Fahrertrupp entlädt die motorisierte Fracht. Mehr als 2000 Autos gehen hier von Bord. Manchmal arbeiten hier enorm viele Fahrer. Heute sind es bis zu 100. Frachtaufseher John Street ist eine Art Verkehrspolizist im Hafen von Baltimore. So ein Schiff ist wie ein riesiges Puzzle. Da muss man überlegen, wie man seine Leute am effizientesten einsetzt.
Einige der Landmaschinen haben nicht genug Kraftstoff im Tank, um sie von Bord zu fahren. Ein liegen gebliebener Traktor könnte alles zum Stillstand bringen. Sie haben das Betankungsfahrzeug losgeschickt, damit uns nicht der Sprit ausgeht, während wir hier entladen. Die McLarens werden mit äußerster Vorsicht behandelt. Solche Sportwagen können ein Vermögen wert sein. 400.000 bis 1,4 Millionen Dollar. Sobald die unteren Decks entladen sind, geht es mit den oberen weiter. Das Ganze ist Timing und nochmal Timing. Fast alle für Baltimore bestimmten Fahrzeuge sind entladen. Street hofft, bis zum Schichtende noch 800 Autos an Bord bringen zu können. Ansonsten müsste er noch eine zweite Schicht Fahrer buchen. Es spart 12.000 Dollar, wenn ich es bis 18 Uhr schaffe. Die Decks der Tonsberg wären frei, aber es gibt ein Problem mit der Fracht. Nachdem die Tonsberg im geschäftigsten Roro-Hafen der Vereinigten Staaten 2.200 europäische Autos abgeliefert hat, folgt der Rückschlag. Einige der amerikanischen Autos, die im Anschluss nach Australien transportiert werden sollen, sind nicht rechtzeitig vor Ort. Die Tonsberg wird ohne sie ablegen müssen. 800 waren geplant und jetzt sind es nur rund 170. Ein ziemlicher Unterschied. Street's Crew verlädt die wenigen Autos, die bis jetzt da sind. Auckland ist verladen, jetzt folgt Brisbane. Aber die Anzahl der Autos weicht erneut ab. Bestätige 157. 14 weniger als auf dem Plan. Korrekt. Von ursprünglich 800 zu verladenen Autos sind nur 157 rechtzeitig am Hafen eingetroffen. Das ist das letzte für Brisbane. Okay, haut hin. Die 643 fehlenden Wagen werden an Bord des nächsten Schiffs mitfahren müssen. Aber es gibt noch mehr zu verladen als Autos. Am späten Abend muss noch ein letztes riesiges Frachtstück an Bord, bevor Frachtaufseherassistent Tim Beale die Tonsberg auf die Reise schicken kann. Der Tiger Cat als nächstes. Verstanden. Schick bitte den Tiger Cat hoch. Danke. Verstanden. Sind bereit. Der Tiger Cat ist eins unserer größeren Frachtstücke. Wir bringen ihn hoch auf das Hauptdeck und fahren dann den Arm runter. Parkt ihn seitlich. Die Herausforderung ist nicht seine Höhe, sondern seine Länge. Bei der Fahrt nach unten könnte der 10 Meter lange Arm des Tiger Cat gegen den Boden schlagen. Ein enges Manöver. Wie viel Platz habt ihr da? Fertig auf Deck 2. Nicht viel Platz. Mal sehen, ob wir ihn drehen können. Der Arm ist schon auf dem Deck, bevor das restliche Fahrzeug kommt. Echt heikel. Der Tiger Cat schafft es gerade so. Kinderspiel. Und die Tonsberg kann rechtzeitig auslaufen. Während sich die Laderampe der Tonsberg schließt, kartiert der dritte Offizier Mark Julia den Kurs durch die Bahamas und vorbei an Kuba. Er ist der jüngste Offizier an Bord. Wenn man abends nach der Schicht im Bett liegt, geht einem durch den Kopf, dass man für einen der größten Roro-Frachter der Welt zuständig ist. Der kostet Millionen. Kapitän Fleu sieht nach dem Rechten. Wie sieht's aus? Nach über 40 Jahren auf See steht das Ende seiner Laufbahn bevor. Fleus nächste Tour wird seine letzte sein. Ich weiß nicht, wo die Jahre geblieben sind. Es kommt mir vor, als hätte ich gestern erst auf diesem alten Frachter in San Francisco angeheuert, im Juni 74. Seither ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ja, time had just flown away.
Zwei Seeleute, einer kurz vor dem Ruhestand, der andere noch ganz am Anfang. Das ist meine erste Fahrt nach Australien. Da war ich noch nie. Ich freue mich drauf. Wenn alles nach Plan läuft, wird auch die Tonsberg noch viel unterwegs sein.